ihr merkt, ich war nervös, aber das kriege ich alles überbrückt, wenn es auch diese kleinen Schwierigkeiten gibt. Es ist sehr schön, dass ihr alle gekommen seid hier zu unserem Abend heute. Dem schwierigen Abend, habe ich ja eben schon mal gesagt. Und ganz besonders freut mich, dass alle unsere angekündigten Podiums der Gäste für diese Runde da sind, die ganz den weiten Weg gemacht haben von Hannover, von Frankfurt, von Besse, glaube ich, ja, das ist so richtig, ja, Volkmarsen, Ehringen da hinten, das ist ja auch schon ein bisschen zu fahren. Also von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und ich bin stolz drauf, dass es geklappt hat. Danke vor allen Dingen an die Sonja Pahl, die sitzt hier vor mir. Ja, es war mal irgend so eine Idee, das zu steuern und das hat tatsächlich funktioniert. Vielen, vielen Dank für alles. Ja, ich möchte dann gleich in dieses schwierige Thema einsteigen. Das ist so schwierig, dass ich mir überlegt habe, wie machst du denn die Begrüßung? Normalerweise kommt der Bürgermeister, der Regierungspräsident, der Landrat, irgend sowas. Ja, die hatten wir alle schon hier oben. Letztes Jahr, als wir die Flutlichtanlage eingeweiht haben, bis zum Europa-Staatssekretär war alles da. Und die haben wir alle schon gehört. Brauchen wir nicht nochmal. Wichtig wäre zu diesem Thema ganz was anderes. Und zwar jemanden, der sich da auskennt. Ganzen Spezialisten. Den haben wir tatsächlich gefunden unter uns und den möchte ich jetzt hier zu mir auf die Bühne bitten. Das ist Latif Al-Homsi, das ist der Integrationsbeauftragte des Landkreises Waldeck-Frankenberg und er ist seines Zeichens auch Kandidat für unseren Landtag. Im Herbst sind ja die Wahlen und da steht er für den Landkreis Waldeck-Frankenberg zur Wahl. Ihr werdet ihn jetzt das erste Mal hier auf der Bühne in Buchenberg sehen, die alle sich mit Fußball beschäftigt haben in den vergangenen Jahren. Wir werden ihn da unten auf dem grünen Rasen schon gesehen haben. Da hat er so manchen Kampf gefochten für die SG Höringhausen-Meinringhausen. Die hat es uns nicht immer leicht gemacht, wir denen aber auch nicht. Und ja, dass wir uns super gut in die Augen schauen können, ist wunderbar. Das ist Fußball und das ist das, was mir Spaß macht. Latif, bitte hier mal nach oben. Und weil ich ja nicht so viel sagen wollte, war das jetzt auch schon genug. Ich gebe jetzt das Mikro zu dir. Du kannst die Einführung machen, deine Worte. Ich habe gesagt, in der Kürze liegt die Würze. Man hat mich extra gefragt, wie lange, was soll ich denn und so. Das glaube ich, das hat er gut drauf. Latif, dein Mikro. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, schön von Anfang an Druck aufbauen. Das war immer so, wenn wir gegen euch gespielt haben. Dankeschön dafür. In der Kürze liegt die Würze, das will ich auch tatsächlich versuchen. Wir haben heute spannende Expertinnen und Experten da. Ja, liebe, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, lieber Bernd, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank dafür, dass ich heute eine kurze Einladung geben darf oder Grußwort sprechen darf zu diesem Thema Fußball, Amateurfußball. Das ist was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das wissen die, die mit Fußball zu tun haben. Ich gehöre zu denen, die zwischen stinkenden, duftenden Leibchen, zwischen fritösen Fett, zwischen klebrigen Bierboden und diversen Grätschen groß geworden ist. In meinem Heimatverein Höringhausen-Meininghausen, in Gemeinschaft, in Zusammenkunft. Das ist was, was die Vereine auszeichnet. Das ist aber auch was, was kein Alleinstellungsmerkmal von mir ist. Es geht Millionen von Menschen in diesem Land so, denn der Fußball und die Vereine geben ein Zuhause. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Vereine auch die Strukturen bekommen, um den Kampf gegen Gewalt, gegen Rassismus und Ausgrenzung auf unseren Sportplätzen entsprechend führen zu können. Wir haben im Vorfeld kurz telefoniert und das ist tatsächlich öfter der Fall, dass man diese Dinge wahrnimmt. Man hört es, aber man weiß nicht so wirklich, was man machen kann. Der Thorsten Schenk weiß das sicherlich auch. Auch wir haben schon darüber gesprochen. Und mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, die Strukturen so aufzubauen, dass es für die Vereine einfacher wird, eben diese Sachen zu melden und diese Dinge darzustellen. Denn weg von der Fußballnostalgie müssen wir feststellen,
Wir haben Rassismusprobleme auf dem Platz, wir haben Gewaltprobleme auf dem Platz und wir haben Ausgrenzungsprobleme auf dem Platz. Während man jetzt zum Beispiel in den Profiligen ja schon öffentlich diskutiert, man hat Persönlichkeiten, die sich dafür einsetzen, man hat Talkrunden, Diskussionsrunden, wo das alles ausgefochten wird. Wenn wir ehrlich sind, passiert das auf Amateurebene eben nicht in der Intensität, in der Sachlichkeit. Und wir müssen schon dafür sorgen, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir gemeinsam was erarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses so gut besetzte Plenum heute hier zu uns in die ländlichen Räume holen, dass wir hier diskutieren. Und es ist so wichtig, dass wir das Team von Thorsten Schenk unterstützen, dass sie dauerhaft etabliert werden, dass mit Personal aufgestockt werden. Denn ich muss an der Stelle so ehrlich sein, ihr leistet hier Pioniersarbeit im ländlichen Raum. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Wir haben nämlich gemeinsam das Projekt Die Null muss stehen, wegen Ausgrenzung, Gewalt und Rassismus im Amateurfußball. Ich habe hier schon ein T-Shirt gesehen. Wir haben vor ein, zwei Wochen eine große Aktion gestartet beim Waldecker Pokalfinale gemeinsam mit dem Kreisfußballausschuss. Und ich glaube, wir haben da ein klares Signal für den Waldecker Fußball als einen vielfältigen und offenen Fußball gesetzt. Und da müssen wir hin, denn wir können auch in den ländlichen Räumen nicht die Augen davor verschließen und so tun, als wäre das ein Problem von Ballungszentren und Großstädten. Wer Fußball spielt, wer auf den Fußballplätzen unterwegs ist, weiß, dass das Wochenende für Wochenende auch bei uns hier in unseren heimischen Plätzen passiert. Und gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in Zeiten von Krieg in und außerhalb Europas, in Zeiten, wo unser Planet uns zeigt, dass es so irgendwie nicht weitergehen kann, in Zeiten, wo Menschen ängstlich sind, in Zeiten, wo Menschen unsicher sind, müssen Demokratinnen und Demokraten, müssen Vereine, Verbände, muss der Fußball zusammenhalten. Denn es gibt Gruppierungen und Parteien in diesem Land, die eben sich das zugute machen, um ihren Populismus, um ihre menschenfeindlichen Ideologien zu verbreiten und Angst zu schüren. Und es ist unsere Aufgabe, nochmal, als Demokratinnen und Demokraten, als Vereine, als Verbände, als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, als Spielerinnen und Spieler, als Fans, als zuschauende Personen, dafür zu sorgen, dass der Rechtsradikalismus nicht einen Millimeter auf unserem Rasen bekommt. Das wäre mein größter Wunsch hier heute. Dass wir alle gemeinsam dafür einstehen. Und zum Schluss will ich noch eine Sache sagen. Der Fußball, der gehört uns allen. Der gehört aber nicht Gewalt, Rassismus und Ausgrenzung. Und deswegen freue ich mich auf dieses Format und deswegen freue ich mich, dass ein klares Signal hier aus Nordhessen, aus den ländlichen Räumen ausstrahlt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und dass wir ganz klar an Lösungen interessiert sind und Lösungen erarbeiten werden. Und das freut mich und deswegen vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Aber eine Sache habe ich noch mitgebracht, lieber Bernd. Region gegen Rassismus. Wir haben gemeinschaftlich einen Antrag eingebracht in den Parlamenten in Waldeck, in Vöhl, oder in Vöhl wird er noch kommen, in Waldeck ist er durch, Gott sei Dank, in Vöhl, in Bad Wildungen und im Edertal. Da geht es darum, dass wir als Sozialdemokraten ein klares Zeichen setzen wollen gegen Rassismus in unserer Region. Wir haben das alle gesehen in Bad Wildungen, in Lichtenfels. Es gibt Gruppierungen, die versuchen hier bei uns Fuß zu fassen und wir setzen hiermit als Sozialdemokraten ein klares Zeichen. Und deswegen würde ich dir das übergeben, würde mich freuen, wenn das hier noch irgendwo einen Platz findet und bedanke mich für die Einladung und wünsche uns eine schöne, unterhaltsame und konstruktive Veranstaltung. Dankeschön. Ja. Danke, Latif, für das Schild. War mein Wunsch übrigens, dieses Schild zu bekommen für unser Vereinsheim. Hier, ich glaube, das wird hier einen Ehrenplatz finden, da genau an den Stellen, wo die Spieler rein und raus gehen. Ja, das Fairplay-Schild ist schon da dran, das hat der Thorsten Schenk vorhin schon in Augenschein genommen, glaube ich, an welcher Position wir das angebracht haben. Und hier, das ist auch so. Und da ich ja auch als Vorsitzender der Gemeindevertretung unterwegs bin, werde ich mich natürlich auch dafür einsetzen, dass wir hier in der Gemeinde Vöhl auch an unsere öffentlichen Gebäude dieses Schild bekommen. Da kommt der Antrag dann, hast du schon gesagt. Und wir sind jetzt die Ersten hier, die so ein Schild haben. Vielen, vielen Dank, Latif, für dieses Schild. Es wird einen Ehrenplatz finden und wir werden es hoffentlich in Herzen tragen, was da drauf steht.
bitte noch einen Augenblick hier bleiben, weil jetzt wird es denn langsam ernst. Ich schaue vor mich. Ich würde jetzt bitten, die Sonja Pahl von Hitradio FFH, die Chefin, die wir immer nur im Radio hören, so schön, mit der schönen Stimme. Und wenn man sie jetzt gleich hört, wird man es bestimmt erkennen wieder, wenn man Hitradio FFH hört, wer da dran ist. Also ich habe sie in... Als wir uns getroffen haben, zum ersten Mal sofort erkannt. Ich habe gesagt, mein erster Satz, das ist Sonja Pahl, ich höre es an der Stimme. Und ja, jetzt wollen wir die Stimme hören. Sonja, bitte, genau. Komm zu uns hier hoch auf die Bühne. Sehr gerne, sehr gerne. Ich begrüße erstmal alle in der Runde und möchte auch erstmal einen herzlichen Dank an Bernd Backhaus sagen für die Organisation von dieser wunderbaren Runde, die ich gleich führen darf durch wunderbare, hoffentlich, Themen und Diskussionen, konstruktive Ideen. Gerade die Themen sind schon angeklungen und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir genau da anpacken und wir gucken das heute ganz speziell an in Bezug auf die Schiedsrichter, die nämlich eine ganz besondere Rolle in dieser ganz speziellen Zeit ja auch da haben. Vielen Dank euch und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir gehen jetzt von der Bühne und du holst unsere anderen Gäste hier auf. Genau. Von mir aus schon mal alle, ohne jetzt noch was, ich muss noch was sagen, weil ich was vergessen habe. Geht ja gar nicht anders. Ne? Erstmal vielen Dank, besonders an hier die vier, die da sitzen. André Schubert war schon mehrmals hier bei uns auf dem Platz. Wir kennen uns früher aus dem Jugendbereich Fußball. Ja, danke, André, dass du es möglich gemacht hast, den Weg hier hoch nach Buchenberg wieder zu finden. Neben ihm Katrin Rafalski. Wir werden sie bald in ARD und ZDF sehen können, wenn sie pfeift. Alle Spiele werden live übertragen von der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Und sie ist in Australien und Neuseeland mit dabei für Deutschland. Das ist super. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und den Weg nach Buchenberg gemacht hast. Dann haben wir den Thorsten Schenk von meiner Seite. Nochmal vielen Dank. Wir haben eine Videokonferenz in Elbenberg, haben wir uns schon getroffen bei der Einführungsrunde von Fairplay. Danke, dass du den Weg nach Buchenberg gefunden hast. Morgen früh sind deine Kollegen hier mit dem Demokratie-Café und ich bin ganz gespannt, wie der Kaffee schmeckt und auf einige Diskussionen. Und dann natürlich bewusst gewartet bis zum Schluss unseren Bundesliga-Schiedsrichter, unserem FIFA-Referee aus Hannover, Arm Osmas. Vielen, vielen Dank für den Weg hier nach Buchenberg. Naja, Conti Korbach, Arbeitgeber, den Weg kennt man so ein bisschen. Ja, und vielen, vielen Dank für alles, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich hoffe noch auf eine tolle Runde. Vielen Dank auch an unsere Kreisleute, Kreisvorsitzenden Gottfried Henkelmann, Matthias Henkelmann von den Schiedsrichtern und natürlich als Vertreter unserer alten Garde von den Schiedsrichtern Herbert Mitze, der schon viele, viele, viele Jahre pfeift und die Noelle, Dame als Schiedsrichter auch, wie Katrin, eine besondere Rolle. Da sie vertritt dann die jüngere Generation auf dem Podium. Und vielen Dank, dass ihr dann entsprechend auch mit dabei seid. Herzlichen Gruß darf ich noch ausrichten von unserem Bürgermeister. Der ist der Überraschungsgast für mich des heutigen Abends, weil wir hatten vorher gesprochen, hatte andere Termine, hat es aber trotzdem möglich gemacht, hierher zu kommen. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Er hat gesagt, ich brauche heute Abend nichts reden. Reden sollen die besonderen Gäste. Und mit diesen Worten möchte ich enden. Wünsche uns gemeinsam einen schönen Abend, schöne Runde. Hinterher, wenn Fragen sind aus dem Publikum, werden wir dann noch regeln. Dann gehe ich vielleicht nochmal mit dem Mikro rum. Dann kann jeder was fragen und was er auf dem Herzen hat. Schönen Abend. Tschüss. Ja, und da brauche ich eigentlich jetzt gar keine Vorstellung mehr zu machen. Bernd hat das ja schon übernommen. Die, die in der ersten Runde sind, kommen doch einfach hoch und dann gehen wir einfach in Medias Res. Wir haben das vorher besprochen, wer in der ersten Runde dabei ist. Katrin Rafalski, André Schubert, Harm Ostmaß, der Thorsten Schenk und der Gottfried Henkelmann. Darf ich alle Mann, alle Frau hier auf der Bühne als erstes begrüßen in der ersten Runde. Und ich wollte das immer schon mal machen, nur dass ihr vorneweg Bescheid wisst, ne? Also, Achtung, ihr wisst, was ich jetzt mache. Achtung, ach. Das ist die Linie.
Und die darf heute Abend nicht überschritten werden. Alles klar? Wir setzen Grenzen heute Abend hier bei unserem Schiedsrichter-Talk. Das ging ganz einfach, Harm. Ich hätte gedacht, ich muss da mehr schütteln. Wie lange dauert das jetzt, bis das weg ist? Oh, da würde ich sagen so 10, 15 Sekunden, dann müsste das eigentlich schon verschwinden. So lange soll das ja nicht sichtbar bleiben. Wir hoffen, dass die Inhalte, die wir heute hier erarbeiten und auch besprechen, ein bisschen länger halten dann als das Spray, oder? Ja. Danke an Katrin, die hat das nämlich uns mitgebracht und gespendet, damit ich diesen Spaß mal ausnahmsweise machen darf. Fange ich mit Katrin auch gleich mal an. Wir haben es schon so ein bisschen durchgehört gerade eben. Du darfst ganz, ganz weit fliegen. Wann geht's denn los ans andere Ende der Welt zur Frauenfußball-WM? Der Abflug wird sein am 6.7. Mhm. Heißt, am 8.7. komme ich an und Turnierstart ist dann am 20.7. Boah, wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Musst du Koffer packen? Musst du schlafen, dass du das Schlafdefizit schnell genug hinkriegst? Wie sieht's Training im Moment aus? Ja. Vom Training sind wir gesteuert über Trainingspläne von der FIFA oder von unserem DFB-Coach, den gehe ich eigentlich nach. Sprich, ein tägliches Training, was auch per Monitoring aufgezeichnet wird. Und ja, das ist so die Vorbereitung im physischen Bereich. Dann gibt es Video-Coachings, dann gibt es Videoszenen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Es gibt verschiedene Workshops, an denen wir teilnehmen müssen. Und das Schlafdefizit, das werde ich dann auf dem Flug, der ja lang genug ist, versuchen auszugleichen. Weißt du schon, wie lange du da unterwegs bist dann? Naja, einmal 12,5 Stunden, dann 3,5 Stunden Aufenthalt und dann nochmal 8 Stunden. Kann man sich irgendwie alles noch gar nicht so richtig vorstellen, ist noch gar nicht so richtig greifbar. Weißt du schon genau, wo du dann untergebracht bist, wie das so sein wird, welche Aufgaben du hast? Genau, unser Basecamp wird sein in Sydney und da bleiben wir das ganze Turnier über und von dort aus starten wir dann zu den jeweiligen Einsätzen. Was ist denn dir durch den Kopf gegangen, als du die Nominierung bekommen hast? Ist ja schon ein paar Tage jetzt her. Als die Liste kam, flopp, da stand es auf einmal drauf. Ja, man freut sich natürlich mega, wenn man für ein Endturnier nominiert ist. Und es ist ja somit die größte Auszeichnung, die man als Sportler bekommen kann. Und deswegen habe ich mich natürlich tierisch darüber gefreut. Was war im Ort los? Ich bin eigentlich niemand, der groß damit hausieren geht. Nö, aber es kriegt ja automatisch jeder mit, oder? Das ist ja im Dorf immer so. Die Freude der Leute ist eigentlich immer so, dass die mich da sehr begleiten und natürlich viele Nachrichten bekommen habe und sich alle mit mir freuen. Es ist ja nur auch jetzt nicht dein erstes Turnier, ne? Aber es ist doch nochmal was Besonderes, oder? Ja, es ist halt das Erste, was jetzt so weit weg ist. Tokio war ja, als ich bei den Olympischen Spielen war, auch schon mal so, dass mit der Zeitverschiebung war es teilweise ein bisschen schwierig. Wird jetzt in Sydney auch wieder sein, da wir da 8 Stunden vor sind. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, den Kontakt nach zu Hause dann zu halten, weil im Prinzip, wenn ich schlafen gehe, stehen die auf und umgekehrt. Ich glaube, das ist so die größte Challenge für einen selbst. Aber ja. Um dann mal konkret auf die Arbeit jetzt auch zu kommen als Schiedsrichterin, was erwartest du denn für Fans in Australien und Neuseeland? Gibt es da irgendwie was, wo du schon sagst, okay, oder wo ihr vorbereitet werdet? Vorbereitet werden wir direkt nicht, aber insgesamt ist ja so, dass die EM letztes Jahr einen riesen Auftritt gegeben hat im Frauenfußball und dass sich da ganz, ganz viel tut. Und ich glaube, es gibt aus Deutschland, wenn man es jetzt darauf bezieht, wird sehr, sehr viele Leute geben, die das Team supporten wollen. Und natürlich mit Sydney und Neuseeland hat man zwei wunderbare Urlaubsländer. Das kann man ja dann super kombinieren. Ah, wärst du auch gerne dabei gewesen? Also ich muss sagen, Australien und Neuseeland finde ich absolut reizvoll. Ich finde auch Frauenfußball mittlerweile reizvoll. Ich durfte ja auch im letzten Jahr bei der Frauen-EM mitwirken. Ich habe auch bewusst gesagt mittlerweile. Ich gebe zu, vor 5, 6 Jahren habe ich Frauenfußball nicht so verfolgt. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch beim Himmelfahrt, war das Frauenpokalfinale, habe ich auch verfolgt. Und ich schaue schon dann jetzt auch gerne rein, muss ich schon zugeben. Sehr gute Geschichte. Und da sind wir auch bei der Aktualität. André, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Guckst du jetzt, die Frauenfußball-WM wird ja auch im Fernsehen dann übertragen. Ist ja jetzt gerade noch gekommen, Gott sei Dank. Wirst du gucken? Ja, in der Tat. Also nach dem letzten großen Turnier der Frauen, wo ich auch wirklich einige Spiele verfolgt habe, werde ich diesmal mit Sicherheit auch reinschauen. Frauenfußball hat sich wahnsinnig entwickelt, ein ganz anderes Tempo, technisch. Er hat sich da viel getan, auch taktisch. Deswegen ist es einfach sehr, sehr interessant und deswegen gucke ich da mit Sicherheit auch rein.
Und den Katrin sowieso. Ja, genau, so sieht es nämlich auch mal aus. Nordhessisches Lokalkolorit gehört dazu. Aber ich bin deswegen auch mit dem Frauenfußball jetzt ein bisschen eingestiegen, weil das natürlich auch eine Thematik ist, wo all diese Themen, die wir jetzt ja auch gerade zum Eingang gehört haben, nicht ganz so eine große Rolle spielen. Ist es einfacher, Schiedsrichter zu sein bei den Frauen? Also mein Eindruck als Videoassistent bei der Frauen-EM war schon, dass man da als Videoassistent genauso gefordert ist. Man muss genauso konzentriert sein, genauso wach sein. Und die Szenen, die da passieren im Strafraum oder auf dem Feld, die sind schon ähnlich. Aber ich glaube, so das Drumherum, man ist, glaube ich, nicht so gefordert, so als Konfliktmanager drumherum, was jetzt so die Sachverhalte angeht, Fanverhalten, Rassismus. Das ist mir jetzt noch nicht so präsent rübergekommen im Frauenfußball. Und das sind ja sonst noch Aufgaben, die ich als Schiedsrichter schon auch managen muss und auch irgendwo dem auch eine Bühne geben muss oder irgendwo auch dafür verantwortlich bin, dass das gelöst wird. Und da, glaube ich, ist der Frauenfußball, nimmt da eine Vorbildrolle ein. Katrin, du bist ja natürlich die Erfahrenste in dieser Hinsicht. Was kannst du uns darüber denn vielleicht auch mal berichten und vielleicht als Impuls zu sehen, was man vielleicht auf den Männerfußball vielleicht ein bisschen abfärben kann oder wo man quasi eine Lanze brechen kann in die Richtung, Mensch, guck mal, da ist es viel einfacher so gesehen. Also was Harm sagt, das ist vollkommen korrekt. Der Frauenfußball, wenn man jetzt die Fankultur anspricht, ist halt so, dass viele Familien da sind und viele Kinder, viele Frauen, nicht so viele Männer wie jetzt im Männerfußball. Es wird grundsätzlich weniger Alkohol getrunken und meistens ist es ja so, dass Alkohol eine gewisse Lockerheit bringt, dann die Zunge lockerer wird, das dann wiederum darauf aufbaut, dass eventuell irgendwelche Gewalt mit ankommt, dass Bierbecher geworfen werden und das gibt es halt so im Frauenfußball noch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, man kommt dahin, dass man sagt, man macht Männerfußball zu Familienfesten, weil es immer was Unterschiedliches bleiben wird. Man sollte aber grundsätzlich in der Gesellschaft wieder dahin kommen, dass man Rassismus, Gewalt, dass man diese Dinge wieder wegbringt und dass nicht das passiert, was jetzt momentan komplett in der Gesellschaft passiert. Also es ist ja nicht nur ein Problem auf dem Sportplatz, sondern wir haben ja grundsätzlich aktuell ein gesellschaftliches Problem. In der Tat. Thorsten, Fairplay Hessen. Wenn du diese Beispiele aus dem Frauenfußball einfach auch hörst, und wir haben ja jetzt, Katrin hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, die eigentlichen Probleme, die ja hauptsächlich beim Männerfußball, auch im Jugendbereich, ganz massiv zu beobachten sind, kann man den Frauenfußball vielleicht als Beispiel perspektivisch gesehen vielleicht auch nehmen? Ich glaube, dass man ihn gerne als Beispiel nehmen kann, aber ich glaube, man kann es nicht rüberbrechen. Es ist ein gesellschaftliches Problem, was sich im Fußball entlädt. Aber ich glaube, wir werden kein Muster des Frauenfußballs in den Herrenfußball übernehmen können, weil es leider nicht ganz so einfach ist, wie wir uns das alle wünschen. Und ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich das mit der Glückseligkeit im Frauenfußball im Umgang miteinander, und ich darf diese Zahlen beruflich tatsächlich auch auswerten, und die Vorfälle im Frauenfußball sind marginal, wenn man sie mit den Männern vergleicht im Hessischen Fußballverband, aber ich fürchte, dass wir auch dort an der einen oder anderen Stelle eine Änderung erleben werden, weil es nicht um Mann und Frau geht, sondern weil es am Ende um die Gesellschaft geht, und ich fürchte, dass auch da sich nochmal zumindest eine andere Tendenz einschleichen wird. Gottfried, du kennst dich ja hier im Kreis, was diese Themen angeht, auch sehr, sehr gut aus. Wie beobachtest du das im Moment im Amateurbereich? Also im Amateurbereich im Kreis Waldeck kann ich sagen, da leben wir, ja, wenn man Frankfurt hört und die Dinge, die dort vorfallen, dann leben wir hier im Auenland. Also es ist nicht so, dass alles nur rosa-rot ist, aber wir haben tatsächlich in der letzten Saison keine entsprechenden Ausschreitungen oder Spielabbrüche gehabt, sodass wir ja trotzdem vorsichtig, trotzdem achtsam sein müssen. Deswegen unterstütze ich auch die Aktionen sowohl mit Latif, der also vom Landkreis aus, Landkreis Waldeck-Frankenberg, diese Aktion macht, die Null muss stehen, und eben ja auch Fairplay Hessen. Das gehört für mich, weil ich eben auch viele Jahre Schiedsrichter war, dazu. Der Sport kann nur eben so funktionieren. In Waldeck ist die Welt tatsächlich soweit in Ordnung. Vorhin habe ich den Kreisfußballrat aus Frankenberg gesehen und begrüßt. Ich denke, da kann ich auch für Waldeck und Frankenberg sprechen, sodass das also
ja, hier noch gut ist, aber die Warnzeichen sind überall zu erkennen und da müssen wir aufpassen. André, du kennst ja so gesehen. Ja, gerne. Ja, André, du kennst ja quasi beide Seiten, um es jetzt mal so zu sagen. Du kennst den Profifußball, wie es sich dort entwickelt. Du kennst aber auch natürlich hier deine Region im ganz Besonderen. Was beobachtest du denn an diesen? Siehst du ein extremes Gefälle? Siehst du Bewegungen in der Geschichte zum Schlechten? Oder siehst du auch positive Beispiele? Oh, das ist eine weite, spannende Frage, ich weiß. Ja, ich müsste über die vielen Jahre hinweggehen und muss sagen, dass leider Gewalt immer wieder vorkommt und in den verschiedensten Bereichen. Auch da, wo du es teilweise gar nicht erwartest. Das fängt an, ich habe so die ersten gewalttätigen Dinge, die ich so im Fußball erlebt habe, war tatsächlich, als ich in der A-Jugend gespielt habe. Ich kann mich erinnern, noch für heute, das ist, glaube ich, ein Kreispokal-Endspiel. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall haben sich am Ende des Spiels 40, 50 Leute auf dem Platz geschlagen. Das waren am wenigsten die Spieler, das waren Eltern und alle möglichen Leute, die da auf dem Platz gelaufen sind. Es war wild und ja, dann erlebst du es natürlich auch in Fankulturen, gerade im Profibereich. Ich habe natürlich auch Dinge erlebt wie Gladbach-Köln zum Beispiel, was ja immer sehr emotional ist. Wo auch mal ein Bus überfallen wird auf dem Rückweg oder auf dem Heimweg. Ja, das war noch das ist weniger schlimmer. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war tatsächlich mit St. Pauli in Hansa Rostock. Das war, wo wir wirklich zwei Tage unter Polizeischutz schon im Hotel waren, wir doch gar nicht das Hotel verlassen durften, wo unser Bus geschützt worden ist, wo das Spiel 30 Minuten unterbrochen worden ist, wo Bananen, Feuerzeuge aufs Spielfeld flogen und wenn du dich umgedreht hast und dann in die Zuschaueraugen geguckt hast, dann war da einfach blanker Hass. Das war wirklich Hass. Und es ist schon sehr erschreckend gewesen. Aber es waren nicht so die, wo man so immer so denkt, die simplen Hooligans. Also da, wo du als Trainer stehst, da hast du die Haupttribüne hinter dir. Und der Hass kam aus Augen von Menschen, die mit Schlips und Krawatte da saßen. Und wo du denkst, was haben sie denn noch alle? Also das ist Fußball, nicht mehr, nicht weniger. Es ist ein geiler Sport und hoch emotional. Aber es gibt dann halt auch eben Grenzen. Und ich möchte das gar nicht einteilen in bestimmte Gewalt. Jegliche Form von Gewalt, aus was für Motiven auch immer, hat einfach im Fußball, auch in unserer Gesellschaft, nichts zu suchen. Und das große Problem ist einfach, dass die Zündschnur bei allen Menschen irgendwie gefühlt kürzer geworden ist. Und dass der Grund auszurasten immer leichtere sein können. Wir erleben das alle tagtäglich. Im Umgang, wenn wir es auf der Straße mit jungen Leuten häufig erleben oder wo einfach ein Respekt gegenüber Institutionen, ob das in der Schule Lehrer sind, ob das einfach Respekt gegenüber älteren Leuten ist in der Straßenbahn, wo auch immer uns das begegnet, das ist einfach schlimmer geworden und dann müssen wir alle versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass wir irgendwo jeden Tag das um uns herum ein bisschen befrieden. Und genau das machen wir ja eigentlich heute Abend hier, indem wir alle hier sitzen und darüber ganz klar und deutlich sprechen haben. Du bist in der Bundesliga aktiv, auch schon ein paar Jahre jetzt. Hast du das auch beobachtet, dass das schlimmer geworden ist? Oder wie nimmst du das auf dem Platz wahr? Ich meine, du musst dich ja eigentlich auf ganz andere Sachen konzentrieren, aber du bist eben auch im Zentrum logischerweise in deiner Funktion genau von eventuellen Beschimpfungen dann und so weiter. Also ich nehme schon wahr, dass insgesamt Entscheidungen schwerer akzeptiert werden, dass vieles ausdiskutiert wird und klar von den Spielern wird diskutiert, aber in der Bundesliga würde ich schon sagen, in einem Rahmen, der weniger vergleichbar ist mit dem Amateursport, da ist sicherlich, sage ich mal, eher die Problemlage und da muss man auch mittlerweile, ist glaube ich ein Punkt erreicht, wo man auch massiv gegensteuern muss. Aber in der Bundesliga, die Spieler, klar, die versuchen natürlich auch alles, um irgendwo für ihren Vorteil, für ihren Erfolg auch einiges umzusetzen. Dann ist aber natürlich auch meine Rolle als Schiedsrichter gefragt, das zu managen, darauf einzugehen. Aber ich erkenne schon, wir werden auch mehr gefordert und auch ganzheitlicher. Also früher habe ich angefangen und da ging es darum, Strafstoß, Elfmeter, rote Karte. Heute ist man auch in dem ganzen Thema befasst in der Bundesliga, Sicherheitskonzept,
was passiert bei Vorgängen, Rassismus, was passiert bei Ausschreitungen, was passiert bei Negationsspielen, bei Bengalos. Genau. Also das ist, man ist da ganzheitlicher gefordert. Das erkenne ich schon und da ist das Bild des Schiedsrichters umfangreicher geworden, ja. Wir sind ja im Jahr des Schiedsrichters vom DFB seit März quasi so ausgerufen. Merkt ihr schon irgendwas von diesen Auswirkungen, dass es jetzt ein Jahr des Schiedsrichters ist? Ist der Fokus ein anderer? Kriegt ihr mehr Hilfestellung in der tagtäglichen Arbeit? Also sagt ruhig die Wahrheit. Wir bewegen uns ja eh in der Schiedsrichter-Bubble, ja, würde ich jetzt mal sagen. Und da habe ich ja tagtäglich damit zu tun. Ich habe schon den Eindruck, dass ganz viele Menschen auch außerhalb der Schiedsrichterei erstmal dem Schiedsrichter ganz viel Respekt und Anerkennung zollen. Also die sagen, du bist Schiedsrichter, super, das würde ich zwar nie machen, sagen auch viele, aber die haben erstmal große Anerkennung davor. Und das erlebe ich auch in der Gesellschaft und auch bei ganz, ganz vielen Leuten. Das kippt dann so ein bisschen für die 90 Minuten, wenn dann der eigene Verein vielleicht benachteiligt wird. Aber ansonsten ist da schon noch Respekt und auch Anerkennung da. Das sehe ich auch. Ja. Oh, das ist aber spannend. Aber im Amateurbereich, ich gucke jetzt Thorsten gerade mal an, erlebst du ja bestimmt auch ganz andere Sachen oder Geschichten landen bei dir. Oder Gottfried, wenn dir was einfällt, auch gerne du. Mit Blick auf das Jahr des Schiedsrichters oder im generellen Umgang? Im generellen Umgang. Ja, ich glaube, der generelle Umgang ist tatsächlich das große Problem. Ich habe es in der vorigen Frage schon gesagt, es ist ein gesellschaftliches Problem, das sich im Fußball auslebt, völlig klar. Aber der Umgang mit dem Schiedsrichter, der muss sich eben ändern. Man muss da wieder zurück zu Respekt und zu Werten im Fußball, den wir versuchen zu vermitteln. Harm hat das eben, glaube ich, sehr gut geschildert. Er kann das managen. In der Bundesliga laufen nach einer Entscheidung 8, 9, 10 Spieler auf den Schiedsrichter zu, drücken denen eine Kassette ins Ohr, aber die kennen genau ihre Grenze. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bundesliga-Schiedsrichter tätlich angegangen wird in einem Bundesligaspiel, die ist wahrscheinlich deutlich unter 1%. Im Amateurfußball kennen die Spieler die Grenze nicht. Die wissen nicht, wann Schluss ist und der Schiedsrichter kann diese Situation nicht managen. Weil das er genau eigentlich ja auch alleine auf sich gestellt ist, ne? Und er ist in der Hinsicht auch nicht ausgebildet. Unsere Spitzenschiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die wissen genau, wie sie handeln müssen, wie sie deeskalieren. Und ein Amateurschiedsrichter weiß das in der Regel nicht. Und es gibt genau eben die Situation, die Probleme schaffen. Der Schiedsrichter eskaliert vielleicht durch eigenem Verhalten, weil er es nicht kennt, die Situation eher noch ein bisschen, was es tatsächlich dann einfach viel, viel schwerer macht. Und das sind Ansatzpunkte, um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen den Amateurschiedsrichtern einen Werkzeugkoffer, wie Lutz Wagner immer sagt, an die Hand geben, dass sie sich dem bedienen können, um eben Situationen vielleicht einfacher abhandeln zu können. Will ich gerne unterstützen. Ich denke, bei Bundesligaspielen 50.000, 80.000 im Stadion, hier im Buchenberg mag es vielleicht ein bisschen anders sein, 50 bis 80 Zuschauer, vielleicht sind es auch mal 150 oder 250 bei Derbys, aber dann gibt es eben auch viele, die dann da stehen und das einzelne Geschrei hört man ganz anders als Schiedsrichter, wenn dann eben alles mucksmäuschenstill ist und irgendeiner ruft, du Blinze, ich will das. Jetzt, die Schiedsrichter sind nicht aus Watte und die können da einiges vertragen. Es geht jetzt hier tatsächlich dann um Dinge, die dann eben diskriminierend oder gewalttätig sind. Wir haben es leider lesen müssen in Frankfurt, wenn dann dort ein Vater in einem B-Junioren-Spiel nach dem Spiel auf den Platz läuft und sagt, ich werde dich köpfen. Das sind dann Dinge, da muss eingegriffen werden, da muss eingeschritten werden und da muss meine Meinung auch vielleicht schon vorher mit den Vereinen, was eben angeklungen ist, dass wir so Eskalationsstufen, dass man dort eben Ideen entwickelt, was kann man den Schiedsrichtern an die Hand geben, aber was kann man auch den Vereinen an die Hand geben, die dann hier mit einem Platzordner oder mit wenigen Verantwortlichen da stehen und sollen dann diese Situation in den Griff bekommen. Also da denke ich mal, kann man aus dem Profibereich einiges abschauen, aber man muss was Eigenes für den Amateurbereich entwickeln, um da die Schiedsrichter und eben auch die Vereine zu unterstützen. Ist da also in letzter Konsequenz noch zu wenig auch passiert? André, wie nimmst du das denn wahr? Ist da, sagst du vielleicht aus deiner Position heraus, okay, lasst uns mal jetzt alle zusammensetzen, Profis, Amateure, wo können wir euch helfen? Wo könnt ihr uns vielleicht aber auch ein paar Tipps geben aus eurer Sicht heraus?
Also es ist sehr, sehr schwierig, dort Hilfestellungen zu geben, weil letztendlich du ja mit der Gewalt von außen konfrontiert wirst. Das ist ja nichts, worauf wir von innen Einfluss haben, dass wir sagen, wir machen irgendwas, um das gar nicht entstehen zu lassen. Im Gegenteil, man muss einfach sagen, allergrößten Respekt vor denen, die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen sind, weil sie einfach eine unglaubliche Gelassenheit haben müssen. Damit würde ich zum Beispiel schon mal völlig rausfallen als Schiedsrichter. Ja gut, der Trainer ist ja grundsätzlich erstmal eher so ein bisschen nach draußen. Ja, da ist ja auch eine gewisse Emotionalität dann vielleicht auch ganz gut, die du dann aber vielleicht als Trainer auch mal gezielt einsetzt. Aber du musst als Schiedsrichter einfach eine gewisse Geduld und Gelassenheit auch haben, weil du dir einfach vieles anhören musst. Und wenn du damit souverän umgehen kannst, kannst du da schon vieles eskalieren. Wir haben uns vorhin auch schon mal drüber unterhalten. Ich würde es auch, wenn man darüber nachdenkt, was können wir uns aus dem Frauenfußball abschauen, muss ich sagen, dass ich zum Beispiel Frauen als vierte Assistentin oder als Assistentin an der Seite gerne sehen würde, weil ich auch gemerkt habe, dass einfach der Respekt untereinander auch gegenüber des Schiedsrichter, der Schiedsrichterin dann an der Seite viel größer ist, die alle alle Männer nehmen sich in ihrem ganzen Habitus ein bisschen zurück und gehen da ein bisschen anders. Bist du einem gewissen Grad? Ja, auf jeden Fall. Wenn sie zu sehr gereizt werden, dann ist es genau das Gegenteil. Nein, das ist aber von vornherein schon so, weil einfach Männer dann einfach ein bisschen vorsichtiger sind, weil sie sich da auch nicht eine Blöße geben wollen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ruhiger und gesitteter und das würde dem Ganzen auf jeden Fall schon mal helfen. Und ja, darüber hinaus müssen wir eigentlich mehr daran arbeiten, dass einfach die Gewalt dann gar nicht in Richtung Schiedsrichter geht. Aber da können die Schiedsrichter natürlich sehr, sehr wenig letztendlich tun. Das ist, haben wir schon drüber gesprochen, ein gesellschaftliches Problem. Und das ist nicht ganz einfach, weil der Fußball natürlich auch eine Ventilfunktion hat. Das muss man auch unter Brennglas ist quasi. Also kennen das auch alle. Menschen arbeiten jeden Tag, haben viel Stress die ganze Woche über und die leben und identifizieren sich komplett mit ihrem Verein. Und am Wochenende ist Spiel, da geht es raus und dann wird halt auch Emotionen rausgelassen. Und wenn man dann auch mal das dritte, vierte Bier getrunken hat, dann geht es halt auch manchmal über die Grenzen. So. Und das ist etwas, was wir dem Fußball ja auch gar nicht nehmen wollen, diese Emotionalität davon. Also Fußball lebt davon. Wir spielen Fußball, weil es Fans gibt. Also wenn da keiner kommen würde und wenn diese Stimmung nicht wäre, dann würden wir auch kein Fußball spielen. Dann würden Spieler nicht so gut bezahlt werden, das könnte man alles knicken. Also wir wollen das da nicht nehmen, aber man muss halt wirklich diese klaren Grenzen in Richtung zu Gewalt setzen. Wir sehen das in England beispielsweise, die auch über viele Jahre dann Probleme mit Hooligans hatten, wo mittlerweile, wenn man sich da die Premier League anschaut, da gibt es keine Zäune mehr, da gibt es keine Netze mehr. Die Ordner, die an der Seitenlinie sind, die liegen dort und gucken gelassen eigentlich Richtung Spielfeld statt in Richtung Zuschauerblöcke, weil dort eben beispielsweise auch kein Alkohol mehr im Stadion ausgeschenkt wird. Und wer dann schon vollgetankt zum Stadion kommt, der wird gar nicht erst reingelassen. Ich habe das selber erlebt und das ist einfach dann schon eine Möglichkeit. Aber schöner wäre es natürlich, wenn alle einfach sich gesittet benehmen würden beim Fußball. Emotional, ja, alles rauslassen, meinetwegen auch pfeifen und, muss ja auch sein, und beschimpfen. Und das ist alles in Ordnung. Das, damit können wir alles leben. Nur halt bitte keine Gewalt. Katrin, der André hat es gerade so ein bisschen angedeutet, wenn die Frau da ist, dann ist es ein bisschen ruhiger. Ist das auch wirklich so, tatsächlich so unterm Strich so deine Erfahrung, dass du wirklich dadurch, dass du Frau bist, mehr befrieden kannst? Ist es das wirklich? Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, wie es mir in der zweiten Liga ging. Mhm. Und da war es immer so, dass die Spieler, die Trainer, die Offiziellen sehr, sehr respektvoll mit mir umgegangen sind. Und dass es schon so ist, dass die Hemmschwelle eine höhere ist. Bevor ein Mann eine Frau anschreit, atmet er, glaube ich, eher nochmal durch und überlegt sich, was er sagt oder dreht vielleicht ab, beruhigt sich und kommt dann nochmal. Das ist grundsätzlich auch das, was ich versucht habe, wenn ich stehe und sehe, dass ein Trainer jetzt gerade hochgeht, vielleicht auch bei einer Situation, wo ich denke, okay, vielleicht hat er nicht ganz Unrecht, dann bringt es nichts, da direkt drauf zu gehen und dann vielleicht mit einer gewissen Emotionalität meinerseits gegen zu reagieren, sondern dann müssen sich erstmal beide abkühlen und dann trifft man sich auf einer abgekühlten Ebene zum vernünftigen Gespräch. Und also
es wird kommen, dass wir ab der nächsten Saison auch mehr Frauen haben als vierte Offizielle. In der zweiten Liga wird es gegebenenfalls 3 Frauen geben, die dann mit eingesetzt werden können. Und in der dritten Liga gibt es einige Mädels, die aus dem Perspektivteam als vierte Offizielle mit eingesetzt werden. Also sind wir im Jahr des Schiedsrichters da schon auf einem sehr guten Weg. Das klingt doch schon mal sehr gut. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Wusstet ihr das, dass die da nicht mehr? Ja, gut, du nickst natürlich, Matthias, ist klar. Ich wusste es noch nicht. Ich gebe es aber auch zu. So. Nein, es ist ja, das ist ja aber insgesamt schon mal ein richtiger Punkt. Aber was ich auch meinte, ist der Respekt, wenn du auf die Tribünen guckst. Da könnte ja auch genau das Gegenteil passieren. Also, oh, die Frau, die kann blind, die sieht nichts und so weiter. Das erleben wir zum Beispiel als Frauen, die als Reporterinnen unterwegs sind. Da bist du wieder ein bisschen mehr angeschickert. Jetzt nur mal das so als Beispiel. Und ihr wisst es bestimmt auch, die Claudia Neumann, man mag sie oder man mag sie nicht, aber die kriegt ja natürlich extreme Anfeindungen, massivste, wenn sie das Champions-League-Finale kommentiert, der Männer. Also ich glaube, was auf den Tribünen passiert, kriegt man, wenn man im Spiel ist, weniger mit. Also zum einen, wenn man als Assistentin oder als vierte Offizielle dort ist, hat man immer einen Knopf im Ohr und ist natürlich fokussiert auf das, was im Spiel passiert, und da bekommt man nicht mit, wenn da jetzt ein Einzelner irgendwas ruft. Wenn da jetzt ein ganzer Mob anfangen würde zu rufen, dann kriegt man das mit Sicherheit auch mit, ist aber mir bisher noch nicht passiert. Ich glaube, das ist eher wieder ein Problem, was man dann hat, wenn man in die Amateurspielklassen geht. Da würde ich dann mit Noelle nachher auch mal drüber sprechen wollen. Dass es da gegebenenfalls eher so ist, aber ich glaube, grundsätzlich ist dieses Vorurteil Mann-Frau, finde ich, so ein bisschen zurückgegangen. Das, oder erlebe ich zumindest so, dass man das nicht mehr so schlimm hat, weil die Mannschaften verstanden haben, dass wir Frauen im Fußball auch mit dazugehören und weil sie dich an deiner Leistung messen. Und natürlich gibt es auch Entscheidungen, die wir treffen, die der einen Mannschaft vielleicht nicht unbedingt passen und da auch mal irgendein Spruch kommt, aber das sind Sachen, mit denen wir ja auch lernen, umzugehen. Und das würde... Es ist aber jetzt egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil bei einem jungen Schiedsrichter, die ja oftmals die gleichen Probleme haben wie vielleicht eine Frau, ist es auch so, dass das dann vielleicht mal lamentiert wird. Also ich finde, man darf das nicht mehr zu sehr auf das Geschlecht beziehen. Mhm. Wenn du dann mal so, wir haben ja jetzt schon so ganz kleine Punkte schon mal angerissen. Du bist dann quasi als Bundesliga-Schiedsrichter wunderbar geschützt. Oder ist es eben eigentlich genau nicht so? Weil du ja, alle deine Leistungen sind sichtbar für jeden Einzelnen. Wir haben heutzutage mit Social Media 48 Wiederholungen, die sofort jedes kleinste Detail aus jeder Perspektive filmen können. Ist das dann eigentlich jetzt noch schlimmer geworden für dich so gesehen? Oder ist es eigentlich, weil du bist geschützt, ist eigentlich auch egal. Du musst dich halt vielleicht mal vor ein Fernsehmikrofon stellen und erklären, warum du jetzt die rote Karte gezeigt hast oder eine andere. Ja, das kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich habe das ja eben auch mitverfolgt, wenn ich jetzt hier auf dem Platz stehen würde, da würde ich jedes Wort hören und das würde mich wahrscheinlich auch härter treffen, wenn ich persönlich angegangen werde, als wenn jetzt 50.000 Zuschauer mich ausbuhen würden im Stadion. Damit bin ich zum einen jetzt mittlerweile dran gewöhnt, habe da meinen Umgang mitgefunden, komme damit zurecht ein Stück weit. Der ist wie? Zum einen weiß ich, die Zuschauer sind immer parteiisch, also die einen sind für Team A, die anderen sind für Team B, manche sind noch alkoholisiert und letztendlich im Thema Regelkenntnis sind auch die wenigsten irgendwo regelbewandert, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem ist es immer schwer, wenn das ganze Stadion gegen den Schiedsrichter ist. Das zehrt auch aus und das kostet auch Energie. Aber ich sage mir auch immer, ich muss mich ja darauf fokussieren, was ich ändern kann. Und die Zuschauer sind ja oftmals nur ein Verstärker der Spieler. Also wenn ich auf die Spieler gute Akzeptanz habe, meine Entscheidungen da auch akzeptiert werden, dann sind meistens die Zuschauer auch, die folgen dem meistens. Und genau andersherum, wenn die Spieler mir nicht folgen, dann drehen die Zuschauer auch auf. Und deshalb, die Spieler kann ich ja schon erreichen, auf die kann ich ja einwirken, mit denen kann ich sprechen, die kann ich beruhigen. Und dann sage ich mir halt, okay, ich muss mich darauf konzentrieren, was ich verändern kann. Ich kann Einfluss nehmen auf die Spieler, auf die Trainer ein Stück weit. Und darüber dann auch die Akzeptanz bei den Zuschauern finden, weil wenn ich jetzt dem Spieler hochhelfe und der Spieler schlägt danach bei mir ab oder gibt mir so einen Schulterklopfer, dann ist das bei den Zuschauern oftmals auch ein Signal, hey, der Schiedsrichter hat eigentlich wahrscheinlich richtig entschieden oder da kommt nicht so ein Aufschrei. Das ist halt so
so eine Strategie, die ich anwende, um am Ende dann auch mit dieser Zuschauerkritik umzugehen. Aber die Kritik ist ja nicht nur im Stadion, die du abkriegst, ne? Das ist die andere Seite. Und da würde ich sagen, da ist der Bundesliga-Schiedsrichter natürlich ganz anders ausgesetzt als vielleicht jetzt der Kreisliga-Schiedsrichter. Und das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch erst die letzten 10 Jahre so richtig beschäftigen müssen. Aber das ist ein Thema. Meine Konsequenz ist eigentlich, ich meide soziale Netzwerke. Also ich ziehe mir jetzt nicht rein, was da über mich geschrieben wird. Ist doch klar, diejenigen, die da was schreiben gegen die Rolle des Schiedsrichters, da wird es 1% geben, die sagen, er hat super gepfiffen und der Rest hat halt irgendwas auszusetzen. Also das tut mir dann nicht gut und das meide ich dann schon. Aber ich merke schon auch, da ist natürlich richtig Alarm teilweise und da geht es auch zur Sache. Das ist so, ärgert mich manchmal auch, muss ich auch sagen, aber ein Stück weit kann ich es nicht ändern. Es ist halt so, es ist die moderne Zeit, ja. Da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn wir sehen, was auf der Ebene da passieren kann, wir haben jetzt allererst neulich das Endspiel auch mit Mourinho gesehen, ja, der dann im Anschluss bei allem Frust, also ich schätze ihn auch als Trainer, es ist mit Sicherheit ein herausragender Trainer, ein spezieller Typ sowieso. Special one. Aber ist es denn schwierig, einfach in der Nachbetrachtung so mit dem Schiedsrichter umzugehen? Der ist dann nicht, so wie ich das mitbekommen habe, am Flughafen angegriffen worden. Von wirklich auch tätig und verfolgt worden, und da müssen wir halt schon auch wissen, was diese Öffentlichkeit dann auch bewirkt und was wir dann auch dem Schiedsrichter dann in dieser Sekunde antun, wenn wir so auf sie eingehen, wie er das da gemacht hat. Da muss man wirklich eine sehr gewisse Sensibilität entwickeln. Das ist aber wenigstens, ich so blöd wie es klingen mag, aber das ist ja wenigstens öffentlich sichtbar. Ihr im Amateurbereich, Thorsten und Gottfried, ihr erlebt, die Schiedsrichter werden ja auch angegriffen, und zwar dann körperlich, nicht nur verbal. Das sieht dann erstmal keiner. Was gibt es da für Möglichkeiten? Muss man da die sozialen Medien oder die Medien vielleicht sogar mitnehmen an den Stellen? Gottfried, du wackelst schon. Ja, da muss ich was zu sagen, weil genau das ist also ein Thema, wo ich denke, dass die Schiedsrichter Unterstützung erfahren müssen. Zum einen von den Zuschauern, die draußen stehen. Ich erwarte da jetzt nicht, dass vielleicht, wenn eine Katrin als Zuschauerin da stehen würde oder also jemand, eine schmächtige Person, eine kleine Person, wenn ich da stehe mit meinen 1,72, dann gehe ich auch nicht dahin, wenn um 10 Leutchen sich um eine Kiste Bier gesellt haben und haben schon die dritte übereinander gestapelt und sind alle 1,85 und größer. Aber da muss einfach von den Vereinen auch was kommen, da müssen Verantwortliche sein, und das meine ich, deswegen hatte ich mit Thorsten ja auch schon darüber gesprochen, ob da nicht Hilfestellung gegeben werden kann den Schiedsrichtern, oder auch wenn da Geschrei über farbige Spieler oder über andere Personen auf dem Platz dann eben stattfinden, dass dort nicht der Einzelne dahin gehen soll. Der soll da nicht sich den Mund verbrennen, aber es gibt Möglichkeiten, dass da vielleicht der Platzordner Obmann angesprochen wird von der Person, die das mitkriegt. Es kriegen ja immer viele mit auf so einem Platz, wo eben jeder Schrei zu hören ist. Oder dass es einen Verantwortlichen gibt. Wir hatten zum Beispiel in der Corona-Zeit, da gab es den Hygienebeauftragten, der auf dem Spielbericht stehen musste. Warum soll nicht auf dem Spielbericht ein Fairplay-Beauftragter vom Verein benannt werden, den man dann ansprechen könnte? Um dann eben, was ich auch oft erlebe, man hört das Geschrei, das geht unter die Gürtellinie, das ist manchmal sehr heftig, dass dann viele Leute weghören, sich wegducken, fremd schämen und dann eben eher nach Hause gehen, als sie da eingreifen. Und da glaube ich, ist es genau wie beim Trainerpass, wo man eine Vorbildfunktion erwartet, wo wir das in Hessen auch angestoßen haben, wo eben Möglichkeiten bestehen, wo man den Vereinen Hilfestellung geben kann, wie kann man in solchen Situationen sowohl dem Schiedsrichter, wenn der attackiert wird, als auch eben dem Verein Hilfestellung geben, wie kann er damit umgehen, um solchen Dingen gleich einzudämmen, um da gleich vielleicht dann irgendwie 2, 3, 4 Leute zu haben, die gegen diese pöbelnden oder eben gewaltrufenden und predigenden da einschreitet. Also das glaube ich schon, dass da Möglichkeiten noch sind. Also ich denke, wir müssen immer gucken, wenn wir darüber reden, was haben wir für Möglichkeiten, was können wir steuern. Also da dürfen wir uns mit dem Zuschauer erstmal gar nicht so sehr beschäftigen.
was wir mit Zuschauern machen, also wenn es da Vollidioten gibt, die sich prügeln wollen, die da Gewalt, dann gehören die bestraft, die gehören rechtlich verfolgt und dann gibt es Gerichte oder Stadionverbote und ähnliches. Aber da haben wir dann nichts mit zu tun. Wir sollten uns lieber mit denen beschäftigen, die Einfluss haben. Und das sind die Schiedsrichter, das sind die Trainer und das sind auch die Spieler und die Funktionäre. So, und dann müssen wir, wenn wir schon mal als Trainer mit den Spielern dafür sorgen, dass Schiedsrichter auf dem Platz Respekt bekommen und dort nicht angegangen werden, dann sinkt mit Sicherheit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie von draußen angegangen werden. Dann gibt es vielleicht auch immer noch Rassismus, dass irgendwelche, aber das sind einfach Idioten. Also da kannst du auch, die kannst du auch nicht belehren, die das machen. Und das gehört dann eben bestraft und verfolgt, das ist halt so. Aber wir wollen ja gucken, wo können wir versuchen zu deeskalieren. Und wenn wir es schaffen, diese Emotionalität, die auf dem Platz auch vollkommen okay ist, aber die trotzdem in einem respektvollen Rahmen umgehen muss. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon mal eine ganze Menge gewonnen. Und, das muss man auch sagen, es gehört auch eine gewisse Konsequenz dazu. Also wenn ich einfach Spieler habe, die wiederholt, würde ich so sagen, wenn es bei mir im Verein wäre oder bei mir in der Mannschaft wäre, wo ein Spieler wäre, der massiv gegen den Schiedsrichter geht oder der gar andere Spieler beleidigt oder ähnliches, habe ich selber glücklicherweise nie erfahren müssen, da muss man auch Konsequenzen ziehen und sagen, pass auf, du hast bei uns hier nichts verloren. Punkt. Wir wollen das hier im Verein nicht sehen und das war die letzte Warnung und dann bist du einfach hier nicht mehr dabei. Bist du raus, genau. Da muss man eine Konsequenz dann zeigen. Das passiert leider nicht immer, aber ich denke, wir alle können da halt in unseren Funktionen halt diesen Einfluss schon nehmen. Genau, da müssen wir auch unbedingt hin, Thorsten. Du wolltest auch dringend dich einschalten. Dringend. Wir haben im Amateurfußball aber das Problem, dass es, wenn Eltern während der Spiele beleidigend sich äußern, gibt es keine Konsequenz. Das ist aus meiner Sicht gerade ein großes Problem, das wir auch intern diskutieren. Wir haben ein Jugendspiel und ein Vater stellt sich draußen hin, beleidigt, prügelt etc. Dem passiert sichtbar nichts. Das bedeutet, es gibt vielleicht eine Meldung des Schiedsrichters und dann folgt ein Sportgerichtsurteil, das satzungsgemäß abgearbeitet wird. Da werden vielleicht 200 Euro Geldstrafe ausgeschrieben. Das war's. Das ist alles in Ordnung, rein nach der Satzung. Aber in diesem Moment auf dem Sportplatz gibt es keine Konsequenz. Und was ist das für ein Signal an die Jugendspieler auf dem Sportplatz, die sehen, ich darf den Schiedsrichter, wir gehen von dem Fall aus, ich darf den Schiedsrichter beleidigen als Elternteil und mir passiert nichts. Also welches Vorbild entsteht da? Das heißt, wir müssen da schauen, welche unmittelbare Konsequenz können wir zumindest im Jugendfußball hinkriegen, dass eben allen klar ist, wenn einer da ist, der sich nicht benimmt und auf das Spiel einwirkt, dass es dann eben eine direkte Konsequenz gibt. Es gibt da gerade Pilotprojekte. Das wollte ich gerade fragen. In der Bergstraße, genau. Wenn so etwas vorkommt, gehen die in die Kabine, machen 5 Minuten Pause, kommen nach 5 Minuten wieder raus. In diesen 5 Minuten muss der jeweilige Vereinstrainer die Eltern versuchen zu beruhigen und denen zu erklären, wenn das nochmal vorkommt, ist Schluss. Und dann gibt es einen zweiten Stufenplan mit einer 10-Minuten-Unterbrechung und beim dritten Mal ist dann eben Feierabend. So dass es eine klare Konsequenz gibt, wenn die sich nicht benehmen, spielen wir keinen Fußball. Und ich weiß nicht, ob es am Ende vielleicht dann innerhalb der Familie die Diskussion geben kann, Papa, wenn du dich auf dem Sportplatz nicht benimmst, kann ich keinen Fußball spielen. Es wäre zumindest eine Konsequenz. Problem ist, es müssen wieder die Kinder ausbaden, die am Ende nichts dazu können. Aber irgendwo müssen wir den Spagat dazu finden, dass sich Menschen ihres Handelns auch an der Konsequenz ausgesetzt kriegen. Wenn du sagst, das ist ein Pilotprojekt, wann kommen wir mal weiter als das Pilotprojekt? Ich glaube, Gottfried, das wird relativ schnell gehen. Also immer dann, wenn irgendetwas passiert und dieser tragische Fall mit dem Jugendspieler in Frankfurt, der weckt ja alle wieder auf. Also es ist immer so, wir hatten 2019 den Fall mit dem Schiedsrichter, der im Kreis Dieburg angegangen wurde und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht wurde. Da gab es einen großen Aufschrei. Es gab die Grünberger Erklärung von Präsidium und Verbandsvorstand, wo man Maßnahmen wie auch den Trainerpass ins Leben gerufen hat.
Das geht dann alles sehr schnell. Ich würde mir aber diesmal wünschen, dass wir vielleicht nicht ganz so schnell handeln, sondern nochmal genau schauen, was haben wir und was fehlt uns noch, dass wir da nochmal reinschauen. Denn irgendwas Schnelles, Übereiltes zu bringen, bringt uns am Ende nicht weiter. Ich glaube, wir haben für jede Zielgruppe Maßnahmen in der Sozialstiftung, bei mir im Hessischen Fußballverband. Wir müssen gucken, wie wir sie noch besser unterkriegen. Es sind nicht alle Vereine so rührig wie der SV Buchenberg, der dann eben auch mal Maßnahmen bucht und was macht. Und da müssen wir, glaube ich, noch deutlich aktiver werden und schauen, wo fehlt es tatsächlich. Wo können wir auch Vereine unterstützen? Denn das größte Problem ist, dass die Vereine kaum noch Helfer finden. Wenn wir dem Vereinsverantwortlichen jetzt sagen, du brauchst auch noch einen Fairplay-Beobachter, dann macht's keiner. Ist die erste Antwort wieder, wo sollen wir den noch herkriegen? Ja. Kann ich nachvollziehen, kann aber nicht die Lösung des Problems sein. Muss ein bisschen, ja, gerne. Solche Projekte ja auch eine Frage des Geldes in letzter Konsequenz. Wenn du sagst, okay, du kriegst die 50 Euro, wenn du bei jedem Spiel genau diese Position übernimmst, dann findet sich vielleicht eher jemand, als wenn du sagst, du machst es ehrenamtlich. Und da schlage ich die Brücke jetzt wieder zum Profifußball auch so ein bisschen, wo ja das Geld doch ein bisschen lockerer quasi sitzt, um das jetzt mal so zu formulieren. Mir fallen bei solchen Sachen natürlich auch Beispiele ein, wenn sich im Bundesliga-Stadion die Fans auf den Tribünen daneben benehmen, und da rede ich jetzt nicht nur von Geschrei, sondern auch von Bengalos, das ist ja auch einen auf die Art und Weise daneben benehmen, dann habt ihr als Schiedsrichter ja Handlungsmöglichkeiten. Ihr könnt das Spiel in der Tat abbrechen. Ja, genau. Es gibt einen Drei-Stufen-Plan. Den verfolgen wir auch. Und deshalb bin ich auch immer ein Befürworter davon, man muss den Schiedsrichtern schon so Guidelines an die Hand geben oder Handlungsanweisungen an die Hand geben, nach denen sie dann handeln können oder sollen. Und dann, glaube ich, kommt auch Klarheit rein. Wobei die ganzen Durchsagen, um ehrlich zu sein, die bewirken ja eigentlich auch wenig. Die werden dann gemacht. Was bewirkt, das ist meine Erfahrung, wenn man dann zum Beispiel mal den Spieler-Captain der Mannschaft einschaltet, von den Fans, die sich daneben benehmen, und den einschaltet und der auf die einwirkt. Weil das sind oftmals diejenigen, die gehört werden und die eine gewisse Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Und dann bewegt sich schon was, wenn die dann versuchen, ey Leute, bleibt mal locker, fahrt zwei Gänge runter. Ja. Wir wollen hier jetzt nicht das Spiel abbrechen, und das müsste man vielleicht auch ein Stück weit im Amateurbereich, können glaube ich auch die Mannschaften teilweise auch sicherlich sich einbringen. Klar, die wollen Fußball spielen, aber wenn es irgendwie ein Sachverhalt gibt, glaube ich, kann man als Schiedsrichter vielleicht auch mal versuchen, mit dem Captain zu sprechen, dass der versucht, Einfluss zu nehmen. Worauf ich aber auch hinaus wollte, ist es nicht eigentlich auch eine dringend benötigte Hilfestellung aus Bundesliga-Sicht, dass man den Amateurvereinen da ein bisschen auch versucht, unter die Arme zu greifen? Ich weiß, da bist du jetzt schwierig, dass ich dir diese Frage stelle, aber umgekehrt, du bist meinungsstark, du hast Ideen, bitte raus damit. Absolut, also wenn ich das so höre, kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch hin und wieder mal auf Kreisliga-Sportplätzen und gucke mir da junge Schiedsrichter an und sehe ja dann auch, was da so abgeht. Höre auch die Kommentare, und ich kann dann auch nicht anders und gehe natürlich auch in die Diskussion mit den Leuten dort, und dann erkenne ich natürlich auch, okay, ich bin Bundesliga-Schiedsrichter, da sind dann vielleicht auch irgendwo dann die Personen offener und auch nicht mehr so kritikbereit, aber ich sehe ja auch die Problematik, die ist da, und deshalb, wenn solche Ideen da sind, meiner Ansicht nach umsetzen und probieren, und ist, glaube ich, dann der richtige Weg. Thorsten? Klingt schon mal ganz gut, oder? In der Theorie. Ja, klingt in der Theorie gut, klingt auch in der Praxis gut. Also ich sage jetzt mal einfach so, wir wissen gerade alle, wie es nicht geht. Von daher lasst uns rausfinden, wie es geht. Und wir werden noch das ein oder andere Pilotprojekt starten müssen. Das ist manchmal mit Hindernissen, mit viel Arbeit verbunden. Es wird auch nicht alles funktionieren, was wir uns vorstellen. Aber wir müssen es probieren, weil weiter so geht halt am Ende einfach nicht. Und von daher werden wir immer wieder versuchen, Maßnahmen reinzubringen, auch wenn wir uns an vielen Stellen, so wie zum Beispiel auch bei dem Trainerpass, der jetzt schon zwei, dreimal angeklungen ist, nicht beliebt machen bei manchen Menschen. Warum nicht? Ja, weil es... Vielleicht musst du kurz erklären, was der Trainerpass ist. Ich weiß jeder von euch, was der Trainerpass ist. Ich gucke mal in die Runde. Nein, ich weiß nicht. Ja, da geht der Daumen hoch, also es ist so halb und halb. Also die meisten wissen, was er ist, wenige wissen allerdings, was er bezwecken soll. Wir sehen tatsächlich als wichtiges Bindeglied für das Spiel, als wichtigen Einflussnehmer die Trainer. Und wir haben in Hessen etwa 93% der Trainer haben keine Lizenz.
Und die sind nicht geschult, die stehen manchmal draußen, weil es keinen anderen gibt, gerade im Jugendbereich. Wieso? Wir kennen das genau, da ist ein Vater und du kennst dich ein bisschen aus. Mach du mal, würdest du, und dann macht er, das ist völlig klar. Und auch nachvollziehbar, wir müssen versuchen, sie zu schulen. Und wir wollen mit ihnen gemeinsam vor der Saison über die Werte sprechen, für die sie selbst stehen, die sie in der Saison möchten. Ich habe das letztes Jahr in vier Schulungen selbst gemacht und dann sitzen die Trainer in Gruppenarbeiten und wir unterhalten uns darüber, wofür steht ihr denn die Saison? Was erwartet ihr von eurem Gegenüber? Wie möchtet ihr euch verhalten? Und die Regeln sind immer die gleiche. Also diese Wand, die da zusammengestellt wird, die kann ich übereinander legen. Das ist immer gleich. Respekt, Wertschätzung, fairer Umgang miteinander. Dann ist die Frage, warum lebt ihr sonntags auf den Sportplätzen nicht? Und wir wollen versuchen, in den Austausch zu kommen. Wir wollen, dass die Trainer sich untereinander kennen. Ein Absteiger aus der Kreisoberliga in die A-Liga, der da vielleicht 20 Jahre gespielt hat, und es gibt einen Aufsteiger aus der B-Liga in die A-Liga, die sich vielleicht gar nicht kennen, die beiden Trainer, die werden sich an der Seitenlinie schwerer beleidigen, wenn sie sich mal in der Gruppenarbeit gemeinsam gesehen haben und sich ausgetauscht haben. Die Trainer bekommen dort die Regeländerungen kommuniziert. Ich habe in allen vier Seminaren festgestellt, dass nur etwa 20% der anwesenden Trainer die Regeländerungen kannten. Wir wollen mit Schiedsrichtern über Fehler diskutieren, kennen aber die Regeln nicht. Massives Problem. Und wir wollen den Trainern dann am Ende einen Trainerpass umhängen, der sie klar als Trainer identifiziert, als Ansprechpartner für Schiedsrichter. Und der die entsprechenden Elemente alle kennt, der sich auch, genau, der genau weiß, worum es geht. Dann. Genau. Und ich kann auf den Trainer zugehen, kann sagen, bitte versuch mal. Und wenn es mir dann noch gelingt, die Schiedsrichter dazu zu kriegen, vor dem Spiel mit dem Trainer auf eine Ebene zu kommen, sich mal mit dem Trainer zu unterhalten, dann haben wir, glaube ich, schon relativ viel geschafft. Denn eine Mannschaft wird sich selten gegen ihren Trainer stellen, wenn der Trainer mit dem Schiedsrichter gut klarkommt, wird sich die Mannschaft als Ganzes selten gegen ihn stellen, es sei denn, in der Mannschaft stimmt es nicht. Und von daher haben wir den Trainer als Schlüssel so ein bisschen ausgemacht. Kommt aber auch immer wieder vor, dass die Mannschaft sich mit dem Trainer nicht so versteht. Aber ich denke, das war jetzt erstmal, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, wir sind schon richtig gut die erste Halbzeit hier dabei gewesen. Ich glaube, wir machen eine kleine Pause und kommen dann wie das beim Fußball so üblich ist, nach einer Viertelstunde wieder zurück mit Teil 2 von unserem Bundesliga-Talk.